Hallo und herzlich willkommen zu Folge 89 von Gothic 1 Quentins Bande. In der letzten Folge haben wir mir so verfolgt, der Kerl, der die Proviantgeschichte da bei der alten Mine an die Banditen verhökert. Geht gar nicht. Wir gehen zu Kronos. Hoffentlich ist er noch hilfsbereit. Ich möchte. Geht so. Er sagt zwar nix. Aber ich war mir sehr sicher. Oh. Den nehme ich mit. Ich war mir eigentlich sehr sicher, dass der Kronos uns was sagen kann bezüglich der Quest vom Gerard. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich wohl doch anderweitig mich mal umschauen, dass wir da gucken, wie wir die Quest angehen. Nee, das kriegt er nicht geschenkt. Das kriegt er nicht geschenkt. Syrianisches Öl ist wichtig, das ist wertvoll. Und du kriegst noch zwei Kerzenständer für diese. Und die ganzen Waffen, ne? Kronos, der geht jetzt hier ins Waffengeschäft. Ich dachte wirklich, dass er es ist, mit dem wir hier reden müssen. Da muss ich mich mal erkundigen, wie wir die Quest angehen. Dann gehe ich wenigstens zum Siggi. Und dazu werde ich sogar gleich ein bisschen die Schnellreise benutzen. Zum Wohl. Und jetzt ab zur freien Mine. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Verlassene Mine? Alte Mine? Ach, Kessel. Als Kessel ist die hier abgespeichert. Hallo, Herr Söldner. Jetzt gleich erstmal ein bisschen heller, langsam aber sicher. Da ist Swiney. Und ich würde gerne mal versuchen, den umzuboxen, weil der hat einige Erzbrocken von uns. Ich kann mich nur fragen, wie viel Erz er schon gesammelt hat. Mal gucken, ob das jetzt eine gute Idee ist, was ich vorhab. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Schöne Aussicht. Jetzt werde ich hier von allen Seiten abgeschossen. Hey, du! Mal sehen. Wir sehen Söldner runtergefallen und gestorben. Nee, das ist ja riesiges Chaos, was ich anrichte. Aber Swiney hat tatsächlich 500 Erzbrocken von uns. Leider bleibt er immer auf diesem Fleck stehen. Der schläft auch nicht. Der bleibt immer genau an dem Punkt. Weil ich glaube, der hat leider keinen Tagesablauf. Sehr, sehr schade. Wir können natürlich gucken, dass wir seitlich so ein bisschen die Söldner vermöbeln. Dann boxen wir alle gleichzeitig um. Dann könnten wir vielleicht zum Ziel kommen. Wird aber schwierig. Hallo, Siggi. Siggi hat nichts zu sagen? Wie? Er wies mich an mit... Ach so, oh, ich Idiot bin hierher gerannt. Ich hätte mit Grabo reden sollen. Ich bin so blöd. So blöd bin ich. Da kommt dann der Nächste schon von da, ne? Nee, mit denen kann ich mich nicht boxen. Das überstehe ich nicht. 350 Zähne, by the way, schon gesammelt. Gar nicht mal so schlecht. Okay, dann sind wir jetzt in beiden Fällen irgendwie ein bisschen auf Granit beißen müssen. Das ist schade. Ich war so guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Da gut ist mit dem Grabo, da habe ich vercheckt. Das ist meine Schuld. So, mit Artegor muss ich reden. Ich sehe der Chef. Hey, mir ist heute nämlich Essen aus den Vorräten verkauft. Hat er das? Wie hast du das rausgefunden? Ich bin ihm gefolgt und habe gesehen, wie er mit ein paar Banditen am Eingang des neuen Lagers gefeilscht hat. Der Butler Patrick behauptet, mir so gesehen zu haben, wie er nachts aus dem Lager schlich. Es kommt alles zusammen. Es geht ihm gut, wir werden uns um ihn kümmern. Sag ihm, dass er bei der nächsten Lieferung alles in Ordnung sein wird. Okay. Das Gute ist, die Quest wird vermutlich nicht scheitern oder so. Das heißt, die Quest bleibt, wo sie ist, und wir müssen ja dann später ohnehin wieder in die alte Mine. Ne? Ihr wisst ja, in welchem Zusammenhang. Das heißt für uns, wir marschieren jetzt erstmal mit dem Vollsprint zum alten Lager und kümmern uns um Grabo und um diesen Fallen. Ne? Davor gucke ich mal ganz kurz bei unseren alten Freunden, den Jägern, vorbei. Und da ist doch auch wieder ein Lurker. Na, also irgendwie, keine Ahnung, wann die gespawnt sind. Mole Rats und Lurker.
sonderbarerweise. Aber es gibt natürlich irgendeinen anderweitigen Respawn, von dem ich bisher einfach nichts wusste. Aber da ist keine Goblins nachgespawnt, das macht auch wenig Sinn. Da ist noch ein Lurker. Das war mir fast schon klar. Die sind mittlerweile 2-Hit. Das liegt an der Waffe, die wir jetzt tragen können. Die macht ja 15 Schaden mehr. Und das ist gar nicht so wenig hier. Der Josef steht im Gebüsch. Der alte Schlingel. Hier muss ja in einem späteren Kapitel auch noch ein bisschen was passieren. Da bin ich mir recht sicher, weil wir haben Alex Becher, wir haben den Ring von dem Kalf. Ne, nicht Kalf, der ist ja Claw, ne? Ich bin so ein Trottel. Und dementsprechend muss da ja noch irgendwas dahinter stecken. Pass auf, der hat doch bestimmt unser Erz, oder? Ne, hat er nicht, schade. Das weiße Wolfsflatter. Das ist Zucker und Salz, nehme ich mal mit, weil ich irgendwann später noch ganz viel anrichten will. Und zwar anrichten im Sinne von, ne, vom Kochen anrichten. Wir verkaufen 1, 2, 3, 4 und den Langbogen. Eine Armbrust will ich für mich selbst behalten, auch wenn ich gar nicht weiß, ob wir da hinkommen, weil da brauchen wir Geschicklichkeit und Stärke. Ja, lecko mio. Ja, aber soll er erstmal nehmen. Alex ist dann besser. Ja, jetzt motzt mich hier nicht von der Seite an. Aha. Wolfshülle verkaufen. Hier ist deine Bezahlung. Wolfshülle verkaufen. Bezahlung. Ah, wir hatten wohl noch ein paar. Bei dem gab es also die Wolfsfälle. Dann die Snapper, war das bei dem anderen Knecht? Bei dem Tom, glaube ich, oder waren das Reptilien heute? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder Varan heute? Auf jeden Fall 11.200 Erz, ne? Keine festzustellenden Mängel, die wir hier hätten. Und der hat nichts von Belang. Die ganzen Büchersachen da, keine Ahnung, was wir mit denen noch anstellen können oder was uns das bringen wird. Holz zum Sägen, Olivier, geh weg. Jetzt kommen schon zwei Leute belämmert zu, wie ich Holz säge. Das freut mich doch. Ich denke, wir können jetzt hier auch direkt alle wegsägen, weil wir haben ein paar Tage nichts mehr hier gemacht. Es wird auch mittlerweile obsolet, ne? Ich will aber tatsächlich die Angelegenheit im neuen Lager nochmal machen, sofern das ein Schatten auch darf. Das kann sein, dass wir das gar nicht mehr dürfen. Das wird sich dann auch zeigen. Aber ja, das wird die Zukunft zeigen. So, der hat eine Trollkirsche. Der hat einige Samen. Ich überlege, ob man das alles wegkaufen sollte, aber auf der anderen Seite, wozu? Nee, komm, lassen wir erstmal, wie es ist. Mach deinen Scheiß, ich gehe zu Gravo, Diego und Fallen und kümmere mich erstmal um die. Jetzt habe ich doch tatsächlich das mit dem Andrew wieder vergessen, ne? Ich krieg noch die Krise hier. Ich krieg noch die Krise. Ist doch alles scheiße hier. Hallo, Chef. Für Gomez. Du hast es also geschafft, ehrlich gesagt. Obwohl Gomez unberechenbar ist, habe ich nicht erwartet, dass es anders ausgehen würde. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ich hoffe, dass du dich bei dem Schatten wohlfühlst. Aber du wirst auch nicht aufhören, dich weiterzuentwickeln. Schließlich kannst du nicht stillstehen. Ah, verstehe ich. Ist schön, dass du dich über meine Aufnahme in dein Kommando freust. Ich freue mich drauf, der Gemeinschaft in diesem Lager zu dienen. Aber ich werde dabei auch etwas an Erfahrung gewinnen. Mit einem klaren Kopf wirst du an Einfluss gewinnen. Und musst dir keine Sorgen um Erz machen. Ja, das ist gut so. Ich wäre froh, wenn mich in der Zwischenzeit niemand ins Gras beißen ließe. Wenn du deine Augen und Ohren weit offen hältst, wirst du überleben. Ein Schatten muss scharfe Sinne haben. Das verstehe ich. Auf jeden Fall denke ich, dass es die richtige Entscheidung war, einer von Gomez Männern zu werden. Zumindest im Moment. 1500. Nehmen wir. Kann ich eine Rüstung haben, wie du sie trägst? Hast du das nötige Erz in der Tasche? Mach's gut. 1500 ist tatsächlich ein ganz schönes Brett. Aber wir haben immer noch fast 10.000, also werden wir mal nicht meckern. Und ihr seht, es ist gar nicht so viel besser. Auf der anderen Seite kann man die dann aber auch wieder für die Hälfte vom Wert verkaufen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip nur 750 Erz miese gemacht. Und das können wir bei unserem
Vermögen auch mal investieren. Wir pennen noch ein halbes Stündchen. Ach Mann, ey, schon wieder die Sache mit dem Andrew vergessen. Ist halt ärgerlich, dass das nirgends markiert ist. Nirgends aufgeschrieben ist. Der Egger hat nichts zu sagen. Gucken wir mal, was der Grabo zu erzählen hat. Und der Bloodwind kann uns jetzt ja auch hin herum. Für Gomez. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Adolf. Und warum willst du mit jemandem Kontakt aufnehmen? Ich habe gehört, er ist ein wichtiger und einflussreicher Mann im alten Lager. Ich weiß nicht, wer diesen Mist erzählt hat, Junge. Du verschwendest deine Zeit. Wer ist dieser Adolf denn? Niemand nennt ihn mehr so. Wie nennen sie ihn denn? Jetzt heißt er Matt, ein totaler Wahnsinniger und ein verdammter Irrer, unter uns gesagt. Ja, ja, okay, ich werde jetzt gehen. Matt ist also Adolf, alles klar. Ist der richtige Name eines Mannes mit dem oft genannten Spitznamen Matt. Ich werde ihm diese Nachricht von Siggi übermitteln. Ich bin dran. Oder ich bin dran. Ich halte mich da lieber raus. Ah, gut, dass wir Matt nicht umgebracht haben, bis hierher. Wir sollten uns unterhalten. Was geht? Kürzlich kam ein Mann namens Onet in unser Lager und schloss sich den Buddlern an. Und was ist daran so schlimm? Dieser Idiot hat nicht die Absicht, den Gardisten eine Schutzgebühr zu zahlen. Er dankt, er kann es ja alleine schaffen. Warum verpassen ihm die Gardisten dann nicht eine ordentliche Tracht Prügel? Das wird bald geschehen, wenn sich nichts ändert. Aber es wäre besser, wenn die Gardisten ihn nicht misshandeln würden. Der Rest der Buddler würde ihn als Helden betrachten und das würde sich wahrscheinlich auf ihre Produktivität auswirken. Nun, wie kann man Onet eine Lektion erteilen? Nun, er bietet dir eine nette Summe an, wenn du die richtige Sache angehst. Aha, hast du irgendwelche Tipps? Onet ist mit einem Mann namens Lord befreundet. Wenn wir ihn von unseren Absichten überzeugen könnten, würde Onet uns vielleicht leicht in die Hände fallen. Ich werde mit ihm reden. Alles klar, jetzt kriegen auch die alle ihren Sinn. Und das waren halt logischerweise Quests, die abhängig waren. Naja, von einer Lagerzugehörigkeit. Damit hätte man rechnen können. So, Bloodwind, und du? Für Gomez. Nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns. Gar nichts. Ja, ich passe auf mich auf. Kannst du Gift draufnehmen. Dann gehen wir erstmal zu Matt, dann zu Sketty und dann laufen wir hinten rum zum Fallen. Gucken wir, dass wir hier eins am anderen erledigen können. Hallo, Adolf. Ich habe eine Nachricht von deinem Bruder. Wie geht's ihm? Ging mir schon besser. Irgendwie lebt er noch. Noch. Ah, ich verstehe, Kumpel. Hier ist die Nachricht. Siggi und Adolf, alles klar. Mein Bruder will mich besuchen, euer Götter, was jetzt? Was wird er wohl von mir denken? Ich meine, ist er der Verwalter der freien Mine selbst? Was für eine Bande von Verrückten. Sag Siggi, dass ich als Erzbaron eine Überfülle an Pflichten habe. Denn ich muss das Erz von Gomez zählen. Einfach so. Ich werde mich dazu nicht äußern. Wenigstens lässt er uns in Ruhe. Die Frage ist nun, was ich ihm sagen werde. Die Wahrheit oder eine Lüge? Gute Frage. Wenigstens können wir damit zurück zu Siggi. Ist das schon mal erledigt? Und Eintopf. Hast du vielleicht irgendwelche neuen Informationen zufälligerweise, Snuff? Wenn wir gerade schon hier sind. Aber nicht umsonst. Nee, er hat nichts. Und der Gulris hat bisher auch noch keinen Mehrwert. Also, Sketty, Fletchers Schulden und. Fletcher müsste ja mittlerweile wieder in der Burg sein, denke ich mal. Für Gomez. Sketty ankacken ist auch keine Idee, ne? Ich gehöre jetzt zu einem der Lager. Das ist gut, dann wette jetzt auf deinen Kampf. Bitte sehr. Ruf Tanis und geht in die Arena. Und trainieren darfst du mich jetzt auch? An die Arbeit. Das mache ich doch gern. Bring mir bei, noch besser mit Einhandwaffen umzugehen. Um mehr Schaden anzurichten, musst du die kritischen Punkte deines Gegners treffen. Das ist schwer zu lernen. Das hängt alles von deiner Statur und deiner Rüstung ab. Am besten ist es, die Gliedmaßen und den Kopf anzugreifen. Natürlich ist der Kampf gegen einen Menschen anders als gegen ein Tier. Und jetzt haben wir keine Lernpunkte mehr. Komm wieder. Aber wir wissen auf jeden Fall, wo wir das Erz für ausgeben werden. Und dass er Gomez betrügt, erzählen wir ihm noch nicht.
Hanis schon bereit? Du sollst in der Arena gegen mich kämpfen. Ich habe es gehört. Dann ist es an der Zeit, im Namen des Schläfers die Schwerter zu kreuzen. Jetzt ist alles klar. So, jetzt sind wir doch aber selbst wenigstens einigermaßen gut gewappnet und gerüstet. Ich glaube, wir könnten mit den Hanis fertig werden. Zieh deine Waffe. Wie wir den nass machen. Hey, was soll das? Warum der hat Quarzit und ein bisschen Erzbrocken dabei und warum? Warum? Greift mich Sketti an. Hey, was soll das? Warum wächst du mich? Was das soll, frage ich mich gerade auch. Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten, mit Hanis zu kämpfen. Zugegebenermaßen. Vielleicht hätte man ihn auch nicht ausrauben dürfen, aber das glaube ich alles nicht. Ich muss mit dem kämpfen, ganz normal. Bin ich jetzt gut genug, um gegen dich zu kämpfen? Nein! Ja, doch. Du kämpfst. Was ist das denn für ein Quatsch? Der muss jetzt mit mir reden, hallo. Anis, Quatsch mit mir. Gothic 1, ne? Hey, was soll? Ich glaube kaum, dass ich noch mal. Mal gucken, ob mich Sketti in Ruhe lässt. Solange ich denn das passiert, wenn ich noch mal. Glaube ja. Ich glaube, der müsste da nochmal hocken. Hat ja doch alles geklappt. Nun, wir haben wieder ein Quarzit. Wofür auch immer. Das wird dir noch sehr leid tun. Bubble nett. Ich hab verloren, aber diese Erfahrung wird nicht umsonst gewesen sein. Bin ich. Nein! Ja, nee, ich bin nicht gut genug für dich, schon klar. Aber sicher doch. Du hast mit Gornis gekämpft. Ich habe Hanis besiegt. Gut gemacht, das war ein gutes Duell. Fletchers Schuld wurde beglichen. Sehr gut. Und wo ist mein... Für Gommel! Meine 200 Erz? Ach nee, sonst müsste ich 400 zahlen, wenn ich verliere. Na, so war's. So war das. Hauptsache Sketti ist nicht sauer auf uns, auch wenn er noch die Armbrust im Anschlag hat. Sollte das doch alles trotzdem jetzt funktioniert haben. Fletchers Schulden. Ich muss ihm davon erzählen und meine Belohnung abholen. So die Frage, wo ist Fletcher? Der muss ja eigentlich in der Burg sein. Alles andere macht keinen Sinn. Ralf, was geht? Hast du noch irgendwas von Wichtigkeit? Nein, du hast nur Scheißdreck. Da war aber noch ein anderer Schatten mit dem Namen. Vielleicht hat der was zu erzählen. Wir müssen jetzt gucken. Ne? Als Schatten eröffnen sich einem neue Wege. Nein, das ist nur der Feuerschlucker. Der Flint. Für Gommel. Wie steht's? Lass mich in Ruhe. Okay, das heißt, er hat weiterhin noch keinen Mehrwert für uns. Das heißt, ab zu Fallon. Und dann aber Andrew und Wart nicht vergessen. Mann. Ich bin aber auch ein Trottel. Jackal, hast du irgendwas? Für. Hast du was zu tun, jetzt wo ich. Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor. Klar. Lass mich vorbei! Auch wenn ich als Schatten hier eigentlich eh nichts zu bezahlen habe. An Schutzgelder, aber was soll's. Fallon, mein Lieber, du hast dir was zu Schulden kommen lassen. Ich will dir helfen. Man darf auch nicht alles glauben. Ich hörte, du schuldest einem Gardisten namens John schon lange etwas Erz. Das ist doch Unsinn, dieser Schurke lügt schlichtweg. Ich habe alle meine Zahlungen an ihm pünktlich geleistet, als er diesen Bereich hatte. John behauptet, du würdest ihm 50 Brocken Erz schulden. Ich sage dir, dass das nicht wahr ist, Mann. Gib mir das Erz und zwar sofort, Mann. Das geht nicht, Mann, das werde ich nicht tun. Es hilft dir sowieso nichts. Wenn du mir das Erz nicht gibst, wird John selbst einfordern. Und er wird dir deinen Schwachsinn austreiben. Ah, nein, eigentlich hast du recht. Es kann nur noch schlimmer werden. Nimm das Erz. Ich hoffe, dieser hinterhältige Mistkerl vergisst mich. Das ist jetzt deine Privatangelegenheit. Auf Wiedersehen. Ja, wenn nicht du wäre... Okay, egal.
Haben wir noch einiges zu tun, ne? Ich hätte auch eigentlich mit dem Lot noch reden können. Haben wir doch noch einiges zu tun. Das erst freiwillig abzugeben, ja, immerhin. Mal ganz kurz mit Dexter vorbei. Ich habe hier. Aber die haben nichts Neues. Also kein Refreshment bei den Händlern, aber das war ja eigentlich auch zu erwarten. Du hast nur noch Scheißdreck für mich, deine Rüstung brauche ich nicht mehr und den ganzen Kram hier hast du eh von mir. Also in der nächsten Folge gehen wir die Informationsquest abgeben, wir gehen zum Lot und ich gucke, wie wir die verletzte Kriegerquest beenden. Und wir gehen zu Siggi. Bald. Und Fletcher. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.